Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dead Space 1. Ich bin Psycho-D. Hier haben wir letzte Folge aufgehört. Wir müssen jetzt heranrasen, den Meteoriten abfeuern. Dazu müssen wir hier durch. So wie es aussieht, muss man ein bisschen schweben. Eintritt Vakuum. Wir müssen jedoch aufpassen, dass wir, sag ich jetzt mal, nicht selbst getroffen Eintritt werden. Schwerelosigkeit. Das sieht mir ganz genau aus. Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Okay, also wenn dieses. Okay, wenn dieses. Hältest du es aus? Okay, wenn dieses. Also diese Stimme ertönt und dieses Geräusch. Dann heißt es, dass Meteoriten kommen. Ich frage mich, kann man hier auch schweben? Okay. Besser nicht ausprobieren jetzt. Okay, ich hoffe echt, die Dinger halten Stand. Zeit verlieren. Komm, hör auf rumzukeuchen, du hast noch genug. Ja, 30 Sekunden noch Luft. Ich weiß, es ist ein bisschen nervig gerade. Aber ich weiß nicht, wie es beim Zurücklaufen wird. Weil ich denke mal, dass, falls wir hier. Ja, wir müssen eigentlich wieder zurück, um das zu hemmen. Dass da dann ein paar Viecher auf uns warten. Wenn da die Luft ausgeht, wird es ein bisschen düster. Deswegen einfach hier mit Speed. Du wirst schon nicht verrecken. Komm schon. Komm schon. Komm schon. 8 Sekunden. 7, 6, 5. Okay. Oh, halt mal leid. Ja, Leute. Na gut, scheinbar wollten wir speichern. Ich wollte eigentlich den Rubin. Schauen wir mal, wie viel ist der denn wert? Steht da nicht. Okay, Gold ist. Wie viel war es? 3000? Könnte Rubin entweder 5000, 8000 oder 10.000 sein. Okay. So sieht's aus. Genau, Alter. Wir sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen. Okay, rechte Maus ist zu rechts. Wir halten uns die höhere Integrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Okay. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Gas, Junge. Ich schätze mal jetzt einfach, wir müssen. Eintritt Schwerelosigkeit. Okay, jetzt sollten wir aber relativ durchlaufen können. Ich glaube jetzt mal, dass Viecher kommen. So, wir machen jetzt einmal kurz einen Prozess. Impulsgewehr draufballern, fertig.
drei Läufe und ich ziehe trotzdem noch drüber. Okay. Ernsthaft. Okay, jetzt sollte man ein bisschen Gas geben. Ich nehme. Weil mich einfach das Keuchen auch aufregt. Ah, fuck. Schon wieder. Benutzen. Ne, okay. Und jetzt einfach Plasma-Cutter. Ja, ganz ehrlich, bis ich da mit dem Impulsgewehr hier draußen zurechtkomme, gehen die Viecher. Was ist jetzt? Scheinbar schon. Oder hinter uns ist noch irgendwas. Egal, Wayne. Ende der Schwerelosigkeit. Ja, boah, wir hatten noch 30 oder so, jetzt haben wir 45. Also Ende des Vakuums. Das wäre knapp geworden. Wartet. Isaac Hammond? Ihr werdet das nicht glauben. Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das ganze Deck mit diesem organischen Zeug. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben. Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Kommt zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Hört das denn nie auf? Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer Kendra Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das Ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, um es zu bekämpfen. Also bekämpfen wir jetzt sozusagen Feuer mit Feuer. Dieses Giftgas bekämpfen wir jetzt mit dem Gift, das Sie herstellen. Ich bin ja gespannt, ob das so sinnvoll ist. Da waren wir schon dran gehabt, ja. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wir müssen da durch. Ja, weil das ist doch hier, würde ich jetzt mal sagen, der lange Gang. Genau, da geradeaus. Und dann da hinten rein. Schauen wir erstmal auf der Karte, bevor wir jetzt wieder eine ganze Weltgeschichte rumfahren. Wo müssen wir hin? Also, wer weiß. Über das zweite ist es. Ja, das zweite. Und wieder zurück. Das trifft sich ganz gut, weil dann können wir ein bisschen Munition nachkaufen. Ich glaube auch langsam jetzt Zeit. Ah ja, by the way, wer es nicht weiß, Caps Lock und jetzt zielt automatisch ohne zu klicken. Kann immer wieder mal ganz praktisch sein. Okay, schauen wir mal. Plasma-Cutter-Munition. Ich wette zwar, dass wir jetzt gleich richtig viel finden werden. Ah, 10.000. Okay, also wir haben jetzt, also erstmal, ich glaube, eine Energieknoten und danach Plasma. Ja, dann damit einfach jetzt vollballern.
Ich weiß, wahrscheinlich werden wir gleich was finden. Aber ich fühle mich einfach wohler. Und solange wir jetzt nicht den Anzug Stufe 4 finden, ist das jetzt erstmal sinnvoller, bevor wir jetzt irgendwie noch verrecken oder keine Munition mehr haben. Ich werde jetzt mal schauen, dass wir mit dem Impulsgewehr hier ein bisschen arbeiten können. Alles klar, also Leute, für heute ist die Folge wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ihr könnt gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis morgen. Ciao.